Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, ich war jetzt tatsächlich ein paar Tage krank und hatte deswegen dann halt nicht geschafft gehabt, genug aufzunehmen und zu. Okay, der hat Rücken. So, wir sind auch überladen. Und ja, ich hatte jetzt Schwierigkeiten gehabt, genug aufzunehmen, um euch mit Folgen zu versorgen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass ich dann halt ein paar Tage keine neuen Folgen hatte. So, direkt ins Cockpit wollen wir. Und sag mir, dass du beim Red Mile Run antreten möchtest. Was? Ich kann. Wir hatten doch letztes Mal den Red Mile Run gemacht. Hä? Wieso ist das jetzt noch einmal? Egal, wir wollen das hier machen weiter. Reise nach Kodos. Ja, ich war halt ein paar Tage krank, also. Und konnte halt dann nicht Vorflugcheck abgeschlossen. weiterhin aufnehmen und nicht genug vorproduzieren oder produzieren. Weswegen es dann halt ein paar Tage ausgefallen ist. Aber ja, jetzt haben wir erstmal wieder ganz normal. Bremsraketen aktiv. Orbit stabil. Jetzt haben wir erstmal wieder ganz normal Folgen. So nehme ich jetzt ein bisschen wieder aus. Was? Spricht Captain Mayong. Bitte bestätigen. Wir können schön dich zu sehen. Hast du wieder für Fremde deinen Arsch riskiert, ha? Was? Irgendwie scheinen die Leute sich gern mit mir, von mir retten zu lassen. Solange die Bezahlung stimmt, mache ich fast alles. Ich kann die Heldentaten doch nicht alle den Marines überlassen. Was hast du so getrieben? Komm, wir fragen mal so. Naja, man lässt uns im Dunkeln. Und bei dir? Ja, irgendwie scheinen die Leute sich gern von mir retten zu Du bist lassen. eine der seltsamsten Kreaturen, die ich kenne. Eine echte Anomalie. Muss ich das? Na schön. Private 2 sagt Hi. Keine Nachrichten mehr. Anstand, Marines. Unsere nicht autorisierte Trainingsmission wurde abgesegnet. Leider haben wir Leute verloren, aber Unfälle haben selbst die Besten. Das war eine verdammt harte Trainingsmission. Ist eine Ehre, das mit dir durchgestanden zu haben. Unglaublich, dass du nicht vor das Kriegsgericht gekommen bist. Wir haben zu viele Leute verloren. Hast du was von der Freestyle-Miliz gehört? Naja, komm. Komm, wir sind mal Arschkriecher, komm. Abschiedsgeschenk. Du musst mir nichts geben. Na gut, aber vielleicht kreuzen sich unsere Wege irgendwann nochmal. Eine Geschenke Gaul schaue ich nächstes Mal. Komm, wie Ein ich. schöner Gedanke, aber die Galaxie ist groß. Viele gute Leute verdanken dir ihr Leben. Vielleicht können wir uns mal revanchieren. Mayong Ende. Mayong. Wo hatten wir Mayong nochmal gesehen gehabt oder getroffen gehabt? Ich muss ganz kurz überlegen. So, wir müssen jetzt aber dahin. Nach Cheyenne. Cheyenne nach Fortuna. Reise nach Kodos. Kurs festlegen, ja. So, komm. Wo hatten wir sie jetzt kennengelernt? Ich muss überlegen. Ich weiß es jetzt nämlich gar nicht. Kodos, Mond von Aquila? Ah, Mond von Aquila ist das. Okay,
Da, nach Fortuna muss ich. Und landen. Sonst keine Ahnung, was ich jetzt noch machen muss, weil ist jetzt wirklich ein bisschen mehr als eine Woche her, wo ich das letzte Mal aufgenommen hatte. Mal sehen, was der Ball zu bieten hat. Ach so, das ist nur Wasser da. Ich dachte, das wäre ein Grafikbug. So. Aufstehen. Und ich hoffe, wir können Sarah wieder mitnehmen. Ohne dass die dann angepisst auf uns ist. Das weiß ich noch. Die Kann ich war. helfen? Ja, ich würde dich gerne mitnehmen. Sarah? Brauchst du was? Können wir aufbrechen? Ich bin direkt hinter dir. So, Sarah Morgan ist mein aktiver Begleiter. So, ich möchte hier aber Dein auch. Stil gefällt mir. Ehrlich. Ja, ich möchte aber hier auch ein paar Sachen einlagern, wie zum Beispiel Autonitenpistole. Hier davon ein paar. Das. Die Kraken. Gripshank. Erschütternd Breach. Packe ich trotzdem mal da rein, weil ich jetzt nicht sicher bin. So, Anzüge. Veredelt, Anzug Navigator. Okay. So, hier die Dinger. Kann nicht mehr gelagert werden. Nein, was? Kann ich überhaupt noch was lagern? Nicht übel. Kann ich da noch was lagern? Ich muss Sachen verkaufen gehen. Also hier kann ich auf jeden Fall noch was lagern. Was? Kann nicht mehr gelagert werden? Spind des Captains. Kann auch nur 40, was? Ist es begrenzt? Alles ist hier begrenzt? Dann habe ich jetzt ein Problem. Ich hoffe, ich kann hier noch was verkaufen. Boah, aber okay, das sieht aber hier cool aus. Das sieht richtig cool aus. Hi Sarah. Ich bin jetzt noch nicht auf Kuschelkurs. So, was ist das denn für ein Schiff? Das ist die Fortuna. Ich habe so ein Gefühl, wir müssen da drin kämpfen. So, einen Moment. Sorry, ich musste husten, deswegen. Oh nein! Schlupfschuh. Ah, die lasse ich mal weg. Okay, sieht sehr hübsch aus hier. Kann ich das. Tja, eines steht fest. Graziani hat keine Scheu, mit seinem Reichtum zu prahlen. Die First meint's ernst. Die First? Ah ja, stimmt, die First, genau. Darf ich hier überhaupt hin?
Ich bin Veteran der First Cavalry. Oh, wir sind hier bei der First. Das ist die First. Du hast ein Treffen mit Marco. Glückspilz. Modell Helm Bodencrew. Poncho Siedler. Das steht nicht stehlen. Hier auch nicht. Barrowmesser, der sieht cool aus. Splittergranate, ist es nicht stehlen. Nehme ich mal mit. Ich glaube, wir müssen uns hier gleich durchballern. Bei der Musik schläft man ja ein. Ja, da stimme ich zu, ganz klar. So, wie kommt man da hin zu dem? Hier. Es ist auch kein Stehlen. Am I drinking from this mug? Then walk away. Die Tasse will ich in Real Life haben. Du hast den Red Mile Run geschafft, ja? Wow. Stimmt, wegen dem Red Mile Run haben wir hier ein Dings. Willst du auch zur First? Bester Söldnertrupp überhaupt. Können wir uns denen anschließen überhaupt? Schönes Schiff. Ja, an sich eigentlich schön und schön groß. Hier haben wir die Badezimmer. Kuckuck. Und die Duschen. So duscht man doch gerne. Zu zweit, aber durchsichtig hier. Alter, was? Himmel, einige dieser Stücke sind wirklich unglaublich. Sie gehören in ein Museum. Das allemal. So. Ich will mir das alles hier ansehen. Hier kann ich nicht durch. Ich hoffe, ich kriege keine Urheberrechtsverletzung wegen der Musik. Weil das klingt für mich schon nach Classic. Ich habe jetzt keine Ahnung von welchem Komponisten. Hier ist auch Experte, da komme ich nicht durch. Sarah? Willkommen. Aus Mays Nachricht ist nicht hervorgegangen, warum du mich treffen wolltest. Falls du Arbeit suchst, meine Organisation braucht immer Piloten und Security-Personal mit Mut zum Risiko. Mag zeigen, ich habe ein paar Fragen zu First. Mag zeigen, ich will nicht für dich arbeiten, ich will dich aufhalten. Angreifen, du belästigst keine unschuldigen Farmerinnen mehr. Deine Organisation? Ich frag mal das. Von der First hast du schon mal gehört, ja? Ja. Ich bin nicht nur Mitglied, ich finanziere die Gruppe durch ein Netzwerk unabhängiger Händler. Illegale Waren sind natürlich am lukrativsten. Fähige Piloten werden daher immer gesucht. Markezeiger, ja, ich würde sagen, ich versuche das hier, Mark zeigen. Ah, verstehe. Du hast mich gefunden. Bravo, das schafft nicht jeder. Andererseits waren wir in letzter Zeit auch nicht gerade diskret. Durch die Art des Vertrags war ein gewisses Risiko immer gegeben, allerdings ein kalkuliertes. Ehrlich gesagt, denke ich, dass der Major eine Konfrontation mit den Rangern sogar sucht. Trotzdem bin ich etwas enttäuscht, dass der Marshal nur einen Deputy geschickt hat und keinen echten Ranger.
Ich wette mit dir, dass es nichts gibt, womit dieser Deputy nicht fertig wird. Und wer bist du? Sarah. Sarah Morgan. Schön, dich an Bord zu begrüßen, Sarah. Man sieht sofort, dass du kultiviert und wunderschön bist. Hey, Finger weg! Machen wir uns die Komplimente und kommen wir zur Sache, okay? Deinem Deputy könnte eine goldene Zukunft bevorstehen, wenn wir unsere Köpfe behalten. Ich würde Teil zu den Aktivitäten der First, auch wer euch angehört hat. Ich schalte die First aus und damit meine ich dich, Marco. Du hast den Major erwähnt. Hat er bei der First das Sagen? Warum will der Major eine Konfrontation? Um Rechnungen zu begleichen. Major Hull hat im Koloniekrieg ehrenhaft gedient. Die Führung des Freestar Collective hat ihn verraten. In seinen Augen sind die Ranger die Vollstrecker eines korrupten Rats der Gouverneure. Du bist sein Feind. Was mich angeht, ich habe in dieser Rachsucht keinen Profit gesehen. Ich blicke lieber nach vorne. Du hast den Major erwähnt. Hat er bei der First das Sagen? Ganz genau. Major Hull saß 20 Jahre lang in einer Zelle und war wütend auf das Freestar Collective. Wie wir alle. Viele gute Leute sind wegen der Feiglinge, für die du arbeitest, umsonst gestorben. Du hast deine Seite gewählt, ich meine. Ich will Details zu den Aktivitäten der First, auch wer euch angeheuert hat. Ich weiß nicht, ob du die Lage hier richtig erfasst, Deputy. Du bist auf meinem Schiff. Meine Wachen sind in der Überzahl und töten dich ohne zu zögern. Da komme ich klar. Wenn du etwas von mir willst, will ich im Gegenzug etwas von dir. Alles sage ich dir nicht. Ich bin meiner Einheit gegenüber noch loyal. Aber ich kann dir Hinweise geben. Und im Gegenzug geben die Ranger mir freie Hand für meine Geschäfte. Verdammt, ich habe wieder Sarah mit. Ich verkack's bei ihr. Ich glaube, ich verkack's bei ihr. Gut, dann sind wir uns einig. Interessant. Mir war nicht bewusst, dass Schmiergeld akzeptieren einer der Grundsätze der Freestar Ranger ist. Wäre doch ein Jammer, wenn so eine verschlüsselte Slate in die falschen Hände geraten würde. Oder? Also, bevor du dich beschwerst, denk daran, dass ich dir versprochen habe, dir Hinweise zu geben. Du darfst gerne so lange bleiben, wie du willst. Ich habe nicht oft so distinguierte Gäste. Ich schick Sarah. Du musst los? Kann ich die jetzt nicht wegschicken? Ja. Nimm dir Zeit. Wie kann ich dir helfen? Dann mal los. Bin direkt hinter dir. Verdammt. Okay, die Quest der Ranger, da muss ich Sarah woanders hinschicken, wenn ich die mache. Weil ansonsten, ich verkacke hier wirklich mit einer Sache nach der anderen mit ihr. Ich hatte gedacht gehabt, so okay, jetzt könnte es wieder gehen. Extreme solare Strahlung. So, Sarah. Ja, was gibt's? Adieu. Ja, ich würde sie lieber woanders hinschicken wollen. Aber hier gibt's Tiere oder wie jetzt? Es gibt hier aber Strahlung. Das war sehr hohe Strahlung. So, nochmal aufstehen und jetzt vielleicht Sarah wegschicken. So, aua. So. Sarah. Die soll auf dem Schiff bleiben. Ja? Nee, nicht Andrea. Brauchst du was? Ja, ich brauche Sarah gerade. Sarah.
Ich höre. Da. Gut, wenn du meinst. So, kein aktiver Begleiter. Solange wir die Rangers machen. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gesagt, nur jetzt wieder vergessen gehabt. Aber solange wir die Rangers machen, kein Sarah. Ansonsten verkacken wir das mit ihr. Nach und nach. Und das will ich nicht. Auf zu den Sternen. So. Dann wollen wir mal da nach Aquila. Willkommen im Freestar-Raum. Wir scannen kurz auf Schmuggelware, dann kannst du weiterfliegen. Ja, alles gut, mach du mal. Jo. Dankeschön. Ich möchte in Aquila City landen und ich hoffe, dass wir da jetzt ein bisschen Items loswerden können. Sterne des Typs K, G und F haben die meisten Planeten. So, ich hoffe, der Händler hat jetzt hier ein bisschen genug Geld, dass ich da verkaufen kann. Ja, danke, höre ich gerne. Ja, der hat wieder 5000, verkaufen. So, und hier habe ich noch das. Das bleibt. Ressourcen, ne? Sonstiges. Drahtspule. Freestyle Deputy mal. Komm, die Drahtspule kann weg. Dann aufs Schiff können wir das hier. Mich stört eine Sache hier, dass so wenig Geld da ist. Bei den Händlern. Was? Wo war ich? Okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es zu spät. So, da haben wir wieder die Gelbank. Vielleicht müssen wir auch einmal zur Handelsaufsicht gehen. Von der UC. Unten da im Keller der Stadt. Und da die Sachen verkaufen. Da haben die ja meistens mehr Geld. Und die Handelsautomaten haben hier immer 5. Hey, Deputy. Willkommen im Turm. Jo, danke. Es kommen viele Promis nach Aquila. Man weiß nie, wen man in der Kneipe so alles trifft. Hä? Ich habe vor ein, zwei Jahren. Achso, hier. So, und dann geben wir ihm hier nochmal den Rest. Das stimmt vermutlich. Hey, Deputy. Moin, wie moin. Läuft die Jagd nach der First? Soweit, ja, genau, soweit so gut. Gut, gut. Wenn du mich fragst, haben sie keine Chance. Du bist wie ein Ashter, der langsam durch das hohe Gras schleicht und auf den richtigen Augenblick wartet. Und dann, boom, sind sie erledigt. Hast du noch mehr verschlüsselte Slates gefunden? Ich stehe nämlich ganz kurz vorm Ziel. Ja, hier bitte. Sag jetzt nicht, dass du an mir gezweifelt hast. Ein Ashton Gras? Ne? Hier, komm, viel Spaß. Oh, komm zu Daddy, du süßes kleines Speichermedium, du. Geh wieder auf die Jagd und überlass den Rest mir, Deputy.
Nochmal 8300, nice. So, jetzt haben wir hier aber eine Quest. Im Kampf wie im Tod. Die First kommt zuerst. Was? Nimm dir einen Stuhl. Okay. Was wollen die? Was geht denn jetzt ab? Während du im Feld warst, gab es weitere Berichte von Farmern, die bedroht und angegriffen wurden. Einige haben leider nicht überlebt. Das ist meine Schuld. Ich habe nicht genug getan, um sie aufzuhalten. Hätten wir etwas tun können? Nein. Wir können nicht überall gleichzeitig sein. Du bist im Moment unsere größte Hoffnung, sie zu stoppen. Okay, das ist ja grauenhaft. Schlimmer noch. Es ist tragisch. Wie laufen die Ermittlungen? Es war gut, sobald Alex die Verschlüsselung geknackt hat, erfahren wir mehr. Falls er etwas Nützliches findet. Ansonsten stehen wir wieder ganz am Anfang. Machen wir weiter. Ich habe die anderen Ranger nach ihrem Eindruck von dir gefragt und ich würde gerne einige Dinge ansprechen. Okay. Fangen wir mit Ranger Kalu in Hopetown an. Sie hat dein gutes Timing gelobt und war beeindruckt, dass du es mit dem Piraten aufgenommen hast. Nia sagt, du warst Hope gegenüber respektvoll, nicht zu aggressiv. Du hast mir also zugehört, als ich dir gesagt habe, du musst vorsichtig sein. Ich mag den Kerl nicht, aber ich habe getan, was ich tun musste. Es hilft niemandem, wenn wir Konflikte mit dem Rat vom Zaun brechen. Genau. Es kann knifflig sein, sich mit dem Rat herumzuschlagen, aber es gehört dazu. Wir brauchen es uns nicht noch schwerer zu machen. Machen wir weiter. Ranger Price hat uns detailliert über deinen Besuch in Neon informiert. Er sagt, du hast es für einen Informanten mit einem Kredithai aufgenommen. Der Informant war unschuldig, musste helfen. Ich konnte mir die Chance nicht entgehen lassen, ein Syndikatsmitglied auszuschreiben. Ich habe nur einen Gefallen gegen einen Gefallen eingetauscht. Du hast dein Blatt gut genutzt. Der Tausch war vernünftig und pragmatisch. Achte nur in Zukunft darauf, dass du nicht gegen Gesetze verstoßen musst, wenn du Gefallen eintauschst. Du hast Resultate, das ist alles, was zählt. Das hat Price beeindruckt. Er hat gesagt, du hast Initiative gezeigt. Ranger McMillan hat deinen Mut und deine Hingabe als außergewöhnlich gelobt. Sie sagt, du hast den Red Mile Run absolviert, um ein Treffen mit Marco Graziani zu bekommen. Die Menschen leiden, ich konnte sie nicht im Stich lassen. War gar nicht so schlimm. Das war in dem Moment die beste Option. Ja, komm. Es gehört zum Job, die Leben anderer über das eigene zu stellen. Es war sicher eine schwierige Entscheidung, aber sie war wohl richtig. Wie war das mit Marco? Er hat dir die Slate sicher nicht aus der Güte seines Herzens gegeben. Er wollte nicht wieder hinter Gittern. Wir haben eine Abmachung geschlossen, von der alle etwas haben. Bei der Wahl zwischen Worten und Waffen hat er sich für die Worte entschieden. Ja, er hörte sich immer gerne selbst reden, schien sich für den klügsten Mann im Raum zu halten. Naja, ich weiß nicht, aber immerhin hat er sich kooperativ gezeigt. Was ist mit Maya Cruz? Ihre Loyalität gegenüber Hull und der First Cavalry war sehr stark. Ihr blieb nicht viel Zeit, also wollte sie die Dinge auf ihre Weise beenden. Sie war sowieso schon so gut wie tot. Sagen wir einfach, sie hat bekommen, was sie verdient hat. Ne? Ihr blieb nicht viel Zeit, also wollte sie die Dinge auf ihre Weise beenden. Ich schätze, das hätte ich an ihrer Stelle auch gewollt. Verzeihung, Marshall? Nicht jetzt, Alex. Wir sind in einem Meeting. Ja, ich weiß, aber es ist wichtig. Ich habe es geschafft. Ich habe die Slates geknackt. Ich weiß zwar nicht genau, wo das Hauptquartier der First ist, aber es gibt Hinweise auf eine sogenannte Fabrik. Die Fabrik? Das war unser Spitzname für die Hauptanlage, in der die Mechs gebaut wurden. Direkt nach dem Krieg wurden alle Mech-Fabriken geschlossen. Das war eine Bedingung des Friedensvertrags. Aber sie wurden nicht zerstört. Zumindest nicht alle. Ich sehe sie mir an. Wenn die First da ist, sorge ich dafür, dass keiner überlebt. Was weißt du über diese Mech-Fabriken? Ich war nie selbst dort, aber es war eine große Anlage, größtenteils unterirdisch. Wenn die First sie besetzt haben, haben sie vermutlich im ganzen Komplex Verteidigungsstellungen errichtet. Ich sehe sie mir an. Die Anlage lag auf Arcturus 2. Arcturus? Es könnte eine Sackgasse sein, aber falls nicht, musst du auf einen Kampf gefasst sein. Okay, auf nach Arcturus 2. Und das Gespräch war aber nicht zu Ende mit denen, das Meeting.
Was kommt da jetzt auf mich zu? Ich bin stolz, den Freestar Rangern zu helfen. Ich bin jetzt neugierig, was auf mich zukommt. Neuer Deputy, was? Mit Perwoll gewaschen. Nur ein ruhiger Tag. Ist das so. Ich sehe auch gerade, ich bin teilweise durchsichtig. Zumindest hier, der Arm ist teilweise durchsichtig. Ich muss da irgendwie eine bessere Lösung auch noch für meinen Greenscreen finden. Das Leben hier ist hart. Aber na, da glaube ich, dass das Leben hart ist. So, nochmal einsteigen. Dann kann ich vielleicht ein bisschen jetzt von dem einen Inventar auf das andere rüberpacken. Zumindest von hier. Die Rucksäcke. Navigator an zu Konzern. Helm Tiefmi. Zugmanagement. Syndikatsprügler. Arbeitskleidung nehmen wir weg. Arbeitsuniform UC Navy. Nehmen wir weg. Formelle Kleidung. So, die weg. Die behalten wir. Die behalten wir auf. Die behalten wir auf. Und packen die mal darüber. So. Von hier wollte ich das. Genau, den Magshot kannten wir weg. Und den Sidestar. Dann hier. Die drei. Nein, jetzt kann wieder nicht noch mehr gelagert werden. Das will mich doch verarschen hier. So. Irgendwas? Dann halt nicht. Aber wir heben ab und gehen noch mal irgendwo anders hin. Bisschen was verkaufen. Obwohl ich viel lieber irgendwo was einlagern möchte. Start abgeschlossen. Auf nach Hause. Ja, was wäre jetzt der nächste Ort mit dem Händler? Montara Luna. Achso, hier, Wagner Farm. Okay, da waren wir. Komme ich bis dahin? Arcturus. Komm, wir reisen direkt nach Arcturus. Wir reisen direkt darüber. First Fresh Part 2, was? Nee, das wollte ich jetzt nicht, das wollte ich jetzt nicht. Mehr hast du nicht laufen. Der Sprungantrieb ist getroffen.
Das ist ein Wendigo, okay, was der da hat. Feindlicher hat das Schildsystem ist beschädigt und muss repariert werden. So. Und Fresher 2, den will ich auch noch. Ja, komm, drehen. Ich mache Schrott aus dir. Alter, wie. Wo ist denn der? Da. So, das auch noch. Und unsere Schilde sind offen. Andocken, ja. Sprungantrieb geschottet. Sie haben unseren Sprungantrieb geschottet. Boah, wir können unser erstes Schiff hier kapern. Das Schiff hat angedockt. Perfekt. Kein einziger Kratzer im Lack. Okay, aufstehen. Boah, können wir dessen Schiff jetzt klauen haben? So, erstmal nach oben. Und First Fresher einsteigen. Töte die Crew oder verlasse das Schiff. Okay, jetzt will ich wissen, wo die sind. Die Dudes und Duties. So, komm, geh kaputt. Okay, hier ist der Klo offen. Was haben wir da? Credits und Dichtmittel. Okay. Gibt's hier sonst noch mehr? Cockpit öffnen. Das war's? Übernimm die Kontrolle über das Schiff. So. Erst einmal hier, Rastraum. Spind des Captains. Kann ich das übernehmen jetzt? Ja, ich kann es übernehmen. Du hast ein neues Schiff requiriert. Wenn du auf einem Planeten landest oder einen Grafsprung zu einem anderen Sternsystem unternimmst, wird dieses Schiff zu deinem Heimatschiff. Jegliche Questobjekte oder Passagiere in deinem vorherigen Heimatschiff werden zu deinem neuen Heimatschiff transferiert. Abdocken erstmal. Ziel erfasst. Was? Okay, da sind noch mehr. Was? Bin ich jetzt draufgegangen? Nein. Nein. Und ich hatte gerade. Ja gut, dann egal. Dann töten wir die einfach alle, wenn wir eh gleich nochmal angegriffen werden. Und ich hatte gedacht, das wären so ein gutes Schild. So. Aktualisiert. Dann docken wir lieber ab und machen die kaputt. Waren ja nur zwei Gegner und ein Geschützturm da drin, ne? Druck normalisiert sich. Abdocken komplett. Nein!
kann nichts mitnehmen. So, geil. Level 23, jetzt den da. Level 20. So. Hallo, Schiff im Weg. So. Ach nö. Wie viele kommen von denen noch? Ziel ist ohne Antrieb. Sehr schön. Alter, wie viele? Und noch ein Level 22er, was? Komm. Schild. So. Lande bei der Freestar Mac Fabrik. Nur zur Info. Sprungantrieb läuft wieder. Schiffsteile, was? Da waren noch. Warte mal. Was kann ich. Frachtraum voll. So. Ich kann jetzt nichts vom Schiff wegwerfen, ne? Warte mal. Kann ich eben was aus dem Inventar vom Schiff rausnehmen und dann... Was kann ich für dich tun? Was will sie jetzt von mir? Die Galaxie ist zu groß, um immer am selben Fleck zu bleiben. So, ich nehme den und den mal raus. Lass hören. Wieder da rein. Ich weiß nicht, was die Leute da von mir jetzt gerade wollen. Ich laufe nur an denen vorbei. Kann ich das immer noch nicht nehmen? Doch. So, einmal alles reparieren, was wir haben. Warte, was ist das da? Kupfer und Cäsium. Hier war noch was. Monotreibmittel, Schwerelosaufhängung. So, was ist das? Kupfer und Cäsium. Wo waren jetzt das andere? Hier war jetzt Kupfer und Cäsium und war hier nicht noch eins? Da. Nee. Das sind die falschen. Wo war jetzt der dritte? Da. Das war der dritte. Da wollte ich hin. Das war aber auch ein Kampf gerade, wirklich. So, Aluminium. Ach komm. Dann ist das halt nur das. Das bisschen hier. So.
So. Okay, mehr kann ich jetzt auch nicht tragen. Ich muss ganz dringend alles verkaufen, was ich im Inventar habe. Wir kommen hier später wieder. Ich gehe jetzt als allererstes dann... Voli, wo haben wir Voli? Jafar? Lunara? Da haben wir Voli. Und Voli Alpha. So, direkt im Kern. Wir müssen sehr viel Scheiß verkaufen. Unser Inventar ist voll. So, okay. Das heißt dann jetzt erstmal... die Händler hier absuchen. Trade Authority, da haben wir. Bin im Dienst. So. Ist hoffentlich keine Zeit. Ja, gute Idee. Ja, bitte hab Geld. 11.000, ja. So, erstmal verkaufen. Komm, den Breach weg. So, Munition, Anzüge, Rucksäcke. Der hier weg. Kleidung. Der kann weg. Der kann weg. Die beiden können weg. Giftgasmine, Kontaktgranate, Kryomine, Schrapnellgranaten. Ach komm, die lassen wir noch. Komm. Weg mit den Dingern. Wir kriegen davon eh mehr als genug. Sonstiges haben wir. So, was haben wir hier? So, das kann weg, das. Anzüge, die können auch alle weg. Die können alle weg. Behalten wir. Aber hier. Machen wir alles einmal weg. Dann haben wir wieder Platz auf dem Schiff. Wir haben schon mittlerweile so viel davon. So, der hat kein Geld. Bist du fertig? Ja, bin ich fertig. Arschloch. So. Ich sehe deinen Neuroern, klar? Lass deine Voodoo-Gedankenkontrolle bloß. Was? Voodoo-Gedankenkontrolle? Das können wir mit Neuroern machen? Okay, klingt auch interessant. Komm, lad mal schneller. Weißt du, warum die Crimson Fleet überall zu sein scheint? Weil sie überall. Okay, jetzt will ich aber nochmal bei dem Automaten hier den Rest verkaufen. Wir kriegen eh mehr als genug Ware. Oh, jetzt habe ich einen Bruch. Verstauchung. So, verkaufen. Hier. Ach, der hat nur 6? Wieso hat der hier nur 6? Egal. Aber jetzt müssten wir erstmal genug Platz haben, dass wir jetzt doch nochmal nach Arcturus gehen können.
Ich glaube, untenrum muss ich auch nochmal das Schiff ein bisschen ausbessern, verhübschern, schönern. Untenrum. Umlaufbahn fixiert. Kinderspiel. So, auf nach Arcturus. Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Freestar Mech Fabrik, da will ich jetzt landen. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Wenn es mal fertig lädt. Die Ladebildschirme sind immer so lange. Landeanflug, alles im grünen Bereich. Im Kampf wie im Tod, die First kommt zuerst. Erkunde das, die Freestar-Mech-Fabrik. So, alles klar, wir verlassen das hier mal. So. Sehr interessant aus. Auch da schon mal ein paar Minen. Oder sind das Minen? Ja, das sind Minen. Aua. Ist heiß. Credits. Use the Marine. Waffenkoffer. Ui. Nochmal Credits. So gefällt mir das, wenn wir Credits kriegen. Am besten möglichst viele Credits. Autsch. Gehen wir mal nach da hinten weiter. Noch mehr Minen. So, Verstauung hat sich auch schon mal wieder verbessert. Achso, da. Okay, dann haben wir die alle erledigt. Ist da noch mehr? Autsch. Immerhin gibt's hier Chlor. Hier spricht Paxton Hall, Kommandant der First. Marshall Blake muss verzweifelt sein, wenn er einen einzelnen Deputy herschickt. Aber ich muss dir Respekt zollen. Du fliegst wie der Teufel. Wenn du der Gerechtigkeit wegen gekommen bist. Sie wartet drin. Stelle Paxton Hall zur Rede. Werde ich jetzt angegriffen? Ja, ich sehe da schon ein Ding. Was nach Angriff aussieht, das sieht sehr stark nach Angriff aus. Nach Arena-Kampf. Yo. Geht schon los. Mal gucken, ob ich es überlebe. Ich fange hier oben an. Du bist tot. Abschaum. Alter. Medipack war ausgerüstet. Okay.
So, dahinter ist auch wieder jemand. Ach, da ist jemand. Komm raus. Alter, was ist das denn für eine Waffe? Alter, meine Gesundheit wieder. Du bist tot, hörst du? Der ist das. Der war da die ganze Zeit. Und hier ist noch irgendwo einer. Aber erstmal wieder alle looten. So, was hatte er für eine... Das war wahrscheinlich die Bridger. Oder wie man es ausspricht. Hier. Wo ist denn der? Da. Okay, haben wir alle erledigt. So. Hier ist auch keiner mehr... Doch, hier liegt noch jemand. Lust dann für erforderlich. Hier haben wir nochmal Muni, nochmal Waffe, Muni. Nochmal heilen. Ich brauche Medipacks. So, aber ich würde sagen, bevor wir da weiter reingehen. Oh, hier haben wir ein Medipack. Perfekt. Ich glaube, in der nächsten Folge gehen wir mal wieder weiter rein. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.